Eine weitere Premiere in Genf. Audi S4 Avant. Das S steht ja bekanntlich bei Audi für etwas mehr Kraft. Und die steckt genau hier. Ein neu entwickelter V6 Turbo. Und wofür? Genau dafür. Jetzt kommen die Leckerbissen. 354 PS, bis zu 500 Newtonmeter Drehmoment und 4,7 Sekunden von 0 auf 100. Die 23 mm tiefer gelegte Sportversion steht auf 18 Zoll Felgen. Optional sind auch 19 Zöller drin. Permanenter Quattro-Allradantrieb ist auch bei diesem S-Modell serienmäßig. Eine 8-Stufen-Automatik übernimmt die Schaltarbeit. Bei Tempo 250 wird leider abgeregelt. Der offizielle Verbrauch liegt nur bei 7,5 Litern auf 100 Kilometer, weil das S-Modell noch ein paar Kilo abgespeckt hat. Aber sind wir ehrlich, beim Sportmodell interessiert das doch eher weniger. Dazu gibt es auch noch einen sogenannten, Achtung Marketingdeutsch, prädiktiven Effizienzassistenten zum Benzinsparen. Wer das in einem Sportmodell braucht, das soll uns mal einer erklären. Es sei dahingestellt, viel wichtiger ist die Optik. Ein paar Schwellerleisten bringen insgesamt einen breiteren Auftritt. Die Alu-Spiegelgehäuse an der Seite sind ja quasi Pflicht. Und natürlich die S-typische Diffusorspange plus 4 Endrohre am Heck. Jetzt nochmal zu was Wichtigem bei einem Kombi oder wie es bei Audi heißt, beim Avant, nämlich der Kofferraum. 505 bis 1510 Liter passen rein, wenn man das Ganze hier umklappt. Bei der Limousine, die gucken wir uns gleich nochmal kurz an, sind es übrigens nur 480 Liter. So, kommen wir nun zu dem, was keiner so gerne hören möchte, nämlich der Preis. Für die Limousine beträgt der 59.300 Euro. Der Avant, der kostet 61.150 Euro. Die gute Nachricht, ab Sommer 2016 sind die Modelle dann auf der Straße.